Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Penumbra Black Plague, Angriff der schwarzen Pest. Ja, und in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und wissen nicht und können das irgendwie noch nicht an uns verwenden. Der traut sich das noch nicht. Und hier, okay, ja, Datei war unbrauchbar. Ich guck mal schon, steht hier noch irgendwas dran. Okay, ich glaube nicht. Der hat sich hier, glaube ich, aufgeschrieben. Okay. So, dann hier können wir, glaube ich, noch nichts machen. Weil ich glaube, ich bin hier auch etwas zu früh drin. Da drunter haben wir nicht. Eine Notfall-Handgelenksband. Das Notfall-Handgelenksband ist aktiviert. Scheint doch zu funktionieren. Ich muss nur das hatte ich nur übersehen. Muss ich jetzt... Steht nicht menschliche Probe... Damn it! For a moment there, I really thought that might have been curtains. So, und hier leuchtet grün, aber ich glaube, ich bin hier trotzdem eigentlich zu früh. Hier steht Kühlkammer. Ja, ich bin hier etwas zu früh eigentlich. Ich hoffe, das macht nichts beim Spiel aus irgendwie. Nichts. Ja. Okay, hier ist die Kühlkammer. Batterien. Also ich verwende voll selten Licht. Ein kleines Kühlkammer. Okay. Und ein Kopf, da hat wohl jemand ein kühles Köpfchen gehabt. Ha! Ich bin witzig. Ich will das... Kopf. Mhm. Okay, wir haben jetzt einen Kopf. Ah, damit kann ich dann... Also... Ah nein, die Tür ist kaputt, der schließt sich nicht. Okay, was haben wir hier? Die Temperaturanzeige steht auf minus 200 Grad Celsius. Das ist selbst für diesen Ort ziemlich kalt. Ich frag mich, ob dort wohl etwas drin ist. Vielleicht lebe ich aber besser mit diesen Wissenslücke. Ja. Ein Tieftemperaturkühlschrank. Okay. Sonst können wir hier nichts mehr machen. Das hat sich jedenfalls gelohnt. Jetzt haben wir einen Kopf. Fehlt uns nur noch eine Hand. Speichere ich nochmal. Alles klar. Dann können wir auch wieder rausgehen von hier. Leider. Weil draußen ist es gefährlicher wie in den Räumen. Außer wenn in den Räumen solche Kreaturen sind. Und scheiße, mein Handy ist Akku leer jetzt. Weiß ich nicht, wie lange ich aufnehme. Das finde ich nicht so toll. So. You're running around with a human body part in your backpack and I'm supposed to be the bad guy? Okay, ja. Bald sogar mit zwei menschliche Körperteile. Eine Karte der Umgebung. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Infirmary, Resident, Storage, Machine Room, Resident, Machine Room 6. Wo ist die 6? Da, wo bin ich? Hier. Mal 2. Was war da? Die Kantine. Sie ist entweder abgesperrt oder verkeilt. Egal, ich komme nicht durch. Okay, Infirmary, Storage, Machine Room. Ich gehe dann einfach mal hier lang. Ah, das war ja von außen. Ich mach's mal auf. So, was? Machine Room? Machine Room. Okay, jetzt bin ich hier. Klar. So. Dann mal. Hoffentlich begegne ich hier keine Kreatur. Irgendwie ein Computer Center. Machine Room. Ich gehe mal zum Machine Room. Ah, also das ist... Ja, hier komme ich noch nicht rein. Storage muss ich dann. Machine Room. Storage. Okay, da will ich glaube ich nicht rein. Storage. Dann gehen wir mal in den... Storage.
Ja, super. Die Laserstrahlen lösen mit Sicherheit die Sprengsätze aus. Ich gehe wohl besser nicht durch. Dann wieder hier Kletterspaß. Mal können wir das vielleicht irgendwie abschalten. Nein, das sieht nicht so aus. Nee. Ich komme nicht rein, aber ich glaube, das wird mich mir nichts bringen. Ja, oh, das bringt doch was. Das war dann wahrscheinlich hier, wo ich es ausschalten konnte. The visual cortex of this monkey is certainly of a simplistic design. If I can just... There, you see? It's like molding clay. Hate to interrupt you while you're showing off your logical problem solving. Let me put it more simply. You see what I want you to see. Okay. Also sehen wir, was uns sehen lassen will. Well, it won't work if you move around, will it? You can't look up the magician's sleeve. Okay, dann ja, dann kannst du bitte die Kreaturen von uns entfernen. Okay, das hat eben pink geleuchtet. Können wir aber nichts mitmachen. So, hier ist, wie man sieht, eine Falle. Das machen wir logisch. Das ist aber nicht schwer genug. Dann kommt hier noch mal was. Und hopp, komm, so, du kommst jetzt mit mir. Immer noch nicht schwer genug. So, dann mal hier das da mitnehmen. So, du kommst mit mir. Also wie es aussieht, war das schwer genug. Ist klar, dann müssen wir jetzt hier wieder numm klettern. Die Aufschrift zufolge kommt diese Schachteln aus Alaska. Alles klar, alaskanische Schachteln. Und so, okay. Das haben wir geschafft. Da hinten ist ein Hebel, den ich ziehen will. Okay, da müssen wir uns hochbauen. Weil die Reichweite reicht nicht. So, dann hops. Und ein Stromschalter. Hier scheint nicht zu gehen. Ah, jetzt. Ist klar, wir haben jetzt irgendwas gemacht. Ah, wahrscheinlich die Laserstrahlen aus. Haben wir, glaube ich, gemacht. Hier haben wir Dr. Richard Emmis. Weil man viel ist. Okay, schon eine Menge. Werde ich jetzt nicht alles durchlesen. Weil wir machen so mindestens zwei Seiten werde ich immer lesen. I'm not you. I'm part of something larger. We are nothing. We are a mistake. I need to rejoin them. Release me. Let me out. This is not right. I should be with them. I am them. There should be no I. Okay, ja. Was sollte das bedeuten? Das hier. Another was infected. Red. Der hat die ganze Zeit zugemacht. Ja. Sieht schwer und zugeschweißt aus. Ja, kannst du jetzt mal die Schnauze halten? Ja, wohl aber auch Zeit. Muss man erstmal so ein Teil gegen Wand schmeißen, damit er endlich Ruhe gibt. Jedes Mal, wenn einer von diesen Dingern nahe kommt, lass ich los, nur ein bisschen. Was hat Clarence mit all dem zu tun? Das wissen wir nicht. Ich weiß nicht mal, wer Clarence ist, aber gut. Auf jeden Fall hat Clarence irgendwas mit all dem zu tun. Okay, das kenne ich. Gasmaske. Los. Zieh. Lalalalala. Autsch. Jetzt haben wir eine Gasmaske. Die setze ich auf die 3. Können wir immer... Aber es verschwindet gleich. Als ob... Oh Mann, ich lasse es jetzt einfach mal. Irgendwie ist eine Musik, die ich nicht mag. Als ob sein Gesicht geschmolzen wäre. Ich glaube, mir wird schlecht. Jetzt ist es weg. Heckerle Gott. Alter, die Musik, ne? So, dann würde ich sagen, ich speichere nochmal. Aber ich weiß nicht, ob ich es schon beenden soll, weil ich weiß halt nicht. Nein, ich glaube, ich nehme noch nicht so lange auf. Daran werde ich mich wohl niemals gewöhnen. Am nächsten Ding beende ich dann die Folge. Am nächsten Speicherpunkt. Du bleibst hier bei mir. Denn ich muss da auch wieder hochkommen. Was ist das für eine Musik, Alter? Voll gruselig. Voll dramatische Musik hier.
Da ist ein Ei. Ich renne. Ja. Da war eine Spinne, die mir Angst gemacht hat. This is residential. The archaic. Wow. Do not take feast on him, brother! Free as well! Arsch, ne? Das habe ich für alle Fälle notiert. Das Kleid sind wir hier. Ich gebe es zu, ich habe es schon gewiss. Gewusst. Was hat er jetzt notiert? Ah, der Korridor zum Maschinenraum ist voller giftigen Gas. Ja, und jetzt kommst du durch. Tödliches Gas strömt in den Raum. In den Raum, ja. Und mit der Gasmaske sieht man fast gar nichts. Das sind schon so reale gemacht, dass man dann so das sieht, so dadurch. Und dann ist schon schön gemacht. Verklemmt. Durch den hohen Druck in den Rohren strömt das Gas aus dem Ventil. Okay. Und das werden wir noch brauchen. Weil ich, wie gesagt, ich kenne das meiste von Spielen noch auswendig. Und... ja. Okay, haben wir hier sonst noch was? Irgendwo? Nein, sieht nicht so aus. Was haben wir hier? Verbranntes Gummi. Ich hasse diesen Geruch. Dann riech nicht. So. Alles klar. So, Hammer. Kann ich hier eigentlich aufhören? Ja, hier kann ich aufhören. Alles klar, weil dadurch sieht es immer noch aus, wie wenn alles vernebelt ist. So, dann haben wir hier noch mal Batterien. Ich habe wie viele Batterien? 15 Batterien und habe nur so wenig verbraucht. Eigentlich will ich die Taschenlampe irgendwie immer benutzen, aber irgendwie will ich auch sparen. Deswegen benutze ich die nie eigentlich. Auf jeden Fall, ja, ist ein Computer. Steam gibt es hier auch drauf. Kann man nachher Counter-Strike spielen. Ja, okay. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, ich beende hier die Folge. Sorry, wenn es zu kurz ist, aber ja, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Irgendwas stimmt mit diesen Artefakten nicht. Etwas Schlimmes, aber gleichmaßen Unwiderstehliches. Ja, weil ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme, weil mein Handy ist akkuleer. Das bedeutet auch, mein Timer ist akkuleer. Deswegen hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Abo, Kommentar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin, euer Yumix. Dann ciao.